Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, der oftmals rücksichtslose Ausbau der Windkraft offenbart zunehmend seine Gefahren. Am 11. Dezember 2016 fiel in einem Windpark bei Grimmen ein Windrad vom Himmel. Nicht der erste Vorfall dieser Art. Auch im sächsischen Leisnig kam es zur gleichen Zeit zu einer Havarie. Ebenso wenig später in Neuwulmsdorf im Landkreis Harburg. Drei ähnliche Vorfälle in drei Wochen. Brisant wird es, wenn es sich bei den Anlagen nicht um den gleichen Bautyp handelt. Darüber hinaus gibt es landesweit immer wieder Havarien mit brennenden Windrädern und Gondeln sowie abgestürzten Turbinen und umgeknickten Masten. Die Liste ließ sich beliebig fortsetzen. Worin liegt die Brisanz dieser Ereignisse? Neben der generellen Frage nach der technischen Sicherheit von Windkraftanlagen. Zahlreiche Windparks stehen heute in unmittelbarer Nähe der Fernverkehrsstraßen und Siedlungsgebieten und stellen damit ein nicht unerhebliches Risiko dar. Nicht auszudenken, wenn während eines Sturmes Teile von Rotorblättern über große Distanzen katapultiert werden und Passanten oder Verkehrsteilnehmer treffen. Zwar gibt es den Beteuerungen der Betreiber nach keinen nennenswerten Gefahren, die von solchen Anlagen ausgehen. Dem scheint jedoch nicht so zu sein, wie die jüngsten Ereignisse beweisen. In jeder anderen Branche würden solche Vorfälle zur sofortigen Stilllegung und Sicherheitsüberprüfung führen. Bezeichnenderweise sieht sich der Betreiber aus eigenem Antrieb zur Ergreifung absichernder Maßnahmen veranlasst. So drosselt der Betreiber aus Sicherheitsgründen die Windparkleistung. Wir haben die Leistung der anderen 20 Windräder erst um 20% gesenkt. Jetzt gehen wir auf 50% hinunter, sagte der Geschäftsführer der Betreiberfirma Ökofair Energie GmbH, Christian Herz, der Deutschen Presseagentur. Zurück in den Windpark Grimmen. Besonders gefährlich wird es hier ob der Tatsache, dass Anlagen in unmittelbarer Nähe der Autobahn A20 stehen. Der Abstand beträgt dort teilweise weniger als 200 Meter. Und eine Windkraftanlage bei Bad Sülze, Höhe Langsdorf, mit einer Entfernung von weniger als 100 Metern zur Autobahn. Bedenken Sie einmal das Wetter der vergangenen Tage. Trotz unaufhaltsam voranschreitendem Klimawandel kam es zu Schneefall und Eisglätte. Nun liegt das Risiko für einen Eiswurf, ausgelöscht durch Windkraftanlagen, statistisch gesehen nicht allzu hoch. Müssen doch zahlreiche Faktoren zusammentreffen. Und doch, das Gefahrenpotenzial ist vorhanden und kann nicht schöngeredet werden. Wir fordern daher die unabhängige Sicherheitsprüfung der bei Grimmen stehenden Anlagen und den Entzug der Betriebserlaubnis, bis ein Ergebnis der Überprüfung die Unbedenklichkeit des Anlagenbetriebes bestätigt. Ein weiteres Problem ist der Bau von Windkraftanlagen außerhalb von Planungsgebieten über sogenannte Zielabweichungsverfahren. Hier wird versucht, die Raumordnung gezielt auszuhebeln. Sicherheit und Zielvorgaben werden hier anscheinend massiv in den Hintergrund gestellt.